wenn das real ist, dann kotze ich im Strahl. Oh mein Gott! Es ist ein Bruch! Ich bin geflasht. Ich hätte nicht gedacht, dass das macht, Chat. Saudi-Arabien. Messi hat ihn sportlich sowas von krass gefickt. Und das sage ich als größter Ronaldo-Fan. Er hat ihn komplett auseinandergenommen. Messi wird mit Paris um die Meisterschaft spielen. Also, er wird die Meisterschaft holen. Er wurde fucking Weltmeister. Er wurde bester Spieler bei der WM. Bei der letzten WM von Ronaldo und Messi in der Ära. Und im gleichen Jahr wird der Vertrag bei Cristiano Ronaldo und mit Manchester United aufgelöst. Und er wechselt zu Al-Nassr. Digga, das Trikot sieht so billig aus, ne? Sieht aus wie, weiß ich nicht, Delay Sports, vierte Herren aber. Bro, wie sieht denn das Trikot aus? Guck mal deren Follower an. 972.000. 976.000. Hallo? Hallo. Halt dich fest. Ja, ich hab schon gesehen. Lass los. Ja, also die Sinne empfangen wir auch nicht mehr, ne? Wir müssen loslassen, es ist over. Ja, wir haben sein letztes Spiel in der WM gesehen und den Rest empfangen wir nicht mehr, wo wir leben. Ey, es tut mir leid, aber es kann sein, dass ich, also jetzt ist es nicht mehr unmöglich, sein Mitspieler zu werden. Digga, was müssen die sich denken bei Al-Nassr, ne? Die Mitspieler. Acht immer bitte auf die Followerzahl. Ich hab's gesehen, also ich hab's, das ist... Also, kann auch sein, dass die ersten Trikotbestellungen jetzt auch von Sommer kommen. Es ist, Digga, hast du mal das Trikot gesehen? Es kann sein, es würde mich auch nicht wundern, wenn die es verwechseln mit Duck. Also jetzt mal Real Talk. Al-Nassr, was ist denn das für ein Niveau? Ich sag, Delay Sports können vielleicht mal anfragen. Digga, würdet ihr gegen die gewinnen? Mit Duck? Also, ich Waldhof Mannheim. Glaubst du, ihr würdet gegen die gewinnen? Waldhof Mannheim gegen die? Ohne Ronaldo. Ich glaube ja. Ich kann dir nichts über den Verein sagen. Kann sein, dass Ronaldo sich im Bus umzieht. Oder im Bugatti. Digga. Ich kann das nicht glauben, Eli. Also entweder hat er als, also da muss so viel einkalkuliert werden. Keine Ahnung, er kriegt eine Statue. Sein Geschäftsauto ist ein Bugatti. Leben tut er in irgendeiner Villa. Zum Training kommt er mit einem Hubschrauber. Also da musst du ja alles einpacken. Digga. Ist das krass, Digga. Also wirklich? Ist der überhaupt auf FIFA jetzt? Nein. Das ist over. Digga, wir werden keine Spiele mehr von ihm sehen. Er hat seine... Bro, wie hat er denn die letzte... Wie hat er denn seine Karriere? Was macht er denn? Digga, er löst seinen Vertrag auf bei Manchester United, schießt vorher nochmal gegen die ganze Welt, wird dann in Portugal gebencht, fliegt raus, Messi holt im Gegenzug die WM. Es ist over. Das gibt gar keine Diskussion mehr. Für mich schwer zu vermarkten. Ja, warte mal, er ist in FIFA. Ist in FIFA? Anscheinend. Ja, aber trotzdem, du musst dir mal überlegen. Soll ich dir mal einen Call geben? Ich sage, er hatte kein Angebot mehr von einem Top-Team. Bro, dann geh zu. Dann spielst du für ein Appel und ein Ei für Lissabon. Er ist fucking Milliardär, Digga. Ja, so beendest du dann deine Karriere. Für ein Appel und ein Ei bei Sporting, dann hast du so dein Buch geschlossen. Was er jetzt macht, das ist, keine Ahnung, da ist ein Schweißfleck im Buch. Digga, er hat voll krass so seine Dings da. Karriere gefickt. Ja, ich schwöre, so seinen Namen. Digga, dann hätte er auch zu City gehen können. Dann hätte er letztes Jahr zu City gehen können, vorletztes Jahr. Er könnte auch nochmal zu Mannheim gehen, wenn es hart auf hart ist, aber nicht zu Al-Nassr. Ja, wirklich, Digga. Ich schwöre, bei Mannheim hätte es sogar mehr Sinn gehabt. Knallt er nochmal ein Team in der dritten Liga hoch, hier ein bisschen, macht einen neuen Platz bei uns hin, aber kickt er in Al-Nassr, ey. Also es ist nicht unmöglich, dass ich mit ihm zusammenspiele. Real Talk ist es nicht unmöglich, Willi. Du musst, also das ist wirklich nicht unmöglich. Würdest du mir empfehlen, angenommen, ich krieg in ein paar Tagen ein Angebot. Sofort rüber wechseln. Sofort rüber wechseln. Arabisch buch dir nochmal die Sprache ein bisschen lernen. Und dann sagst du Salamu Alaikum, Krish. Ja. Krieg, sie, vamo. Und dann. Weißt und dann, was dann Vlogs da kommen aus der Kabine? Digga, da kommen aber Knallerblocks. Also, nein. Da dann machst du einen Duo-Stream mit Krieg, hä? Mit seinem Sohn. Und Krieg läuft im Hintergrund vorbei. Mhm. Und fragt uns, ob wir was trinken wollen. Ich sag, nein, ich hol selber. Ach du Scheiße, ist das geisteskrank. Ja, ich bin ein bisschen traurig, muss ehrlich sagen. Aber ich wünsche ihm trotzdem Glück als Freund. Als Freund? Und ich hab ihn auch schon geschrieben. Ey, ich kann das nicht. Digga, es ist wirklich, es bricht mich gerade. Der Typ war mein Held-Chat. Ich hätte nicht gedacht, dass er es macht. Er ist für mich immer noch die größte Inspiration, aber das ist großer Quatsch. Das bricht. Weißt du, was er mir eigentlich schuldet? Obwohl wir jetzt nicht so eng sind? Eine Erklärung. Ich will wissen, warum, was ihn getrieben hat und was da am Spiel war. Weil du wechselst nicht als diese Ikone. Als diese Person mit der Geschichte wechselst du nicht nach Al-Nassr. Auf welchem Sender? Wie soll ich den in Deutschland erreichen? Ich guck mir jetzt, warte mal.
Ich muss mir eine Antenne auf meinen Balkon hängen. Der Mann hat alle Bitcoins. Der ihn da geholt hat, hat auf jeden Fall alle Bitcoins. Also ja. Ich brauche ganz kurz mal die Liga. Wann geht's denn da los? Ist da hier Premier League. Saudi, der spielt auf jeden Fall immer noch in der Premier League jetzt. Nur in Saudi-Arabien. Die sind auf dem zweiten. Al-Nassr ist auf dem zweiten. Wer ist die 1? Al-Shabaab. Ich kann das nicht. Bro, der spielt jetzt gegen Al-Batin. Wo ist das? Digga, wie viele Leute gehen da ins Stadion? Ich habe so viele Fragen. Digga, glaubst du mir, dass die Liga so viel Aufmerksamkeit bekommt jetzt wie nie wieder in der Karriere? Nie wieder? Digga, da spielen voll los. Da spielt Luis Gustavo. Da spielt Talisca. Talisca spielt da 9 Tore. Da spielt auch der Torhüter wie hieß er der bei. War der nicht bei Barca? Opada, Opin, sag mal Namen. Achso, Onana. Ja? Ospina? Ospina. Der war bei Arsenal. Wie viele gehen da ins Stadion? Wie viel Grad sind es da? Also, wo was hast du da für. Du jetzt ein Trikot kaufen. Holst du dir ein Trikot? Mich würde es mal interessieren, wie du. Trikot kriegst. Wer ist der Sponsor vom Trikot? Was für eine Stadt spielt er? Wo ist das? In Riyadh? Nee. Welche Stadt ist das, Chat? Ist das in Riyadh? Der wohnt jetzt in Riyadh. Digga, hast du das Bild gesehen? Ja, das sieht aus, als hätte der da irgendwie von Lidl ein Trikot in die Hand gedrückt bekommen. Ach Mann, ich will einfach. Digga, das ist bei Nerven. Bitte, Digga. Man könnte denken, der ist zum Handballclub gewechselt. Real Talk, du kannst theoretisch. Ich würde alles dafür tun. Wenn ich du wäre, da hinzukommen. Du spielst Chef oder du postest ein Bild mit Ronaldo. Aus der Kabine. Soll ich mal eine Eigenbewerbung schicken? Mach mal. Al-Nassr, 1,1 Millionen Follower haben die jetzt. Anis ist schon reingefolgt. Ja, haben sie auch einen neuen Follower. Niklas dann noch. Das alles zu Neujahr. Ich hab gedacht, es kann nicht schlimmer werden. Digga, und Messi lacht in Argentinien. Messi hat ihn so krass gefickt, ich sag's dir. Ja. Also sorry, ja, ich muss es sagen. Real Talk? Er ist sportlich hundertprozentig der Goat. Ja, sorry. Also das hörst du nicht oft von mir, aber jetzt ist der Status weg, den er hat. Messi wurde Weltmeister und Ronaldo verkriecht sich. Messi verlängert bei PSG und Ronaldo unterschreibt bei Al-Nassr. Er ist halt auch 3 Jahre älter so oder 2, aber trotzdem, Chat. Ja, so wie alles, zustande kam, ist, muss man. Sportlich einfach hat Messi ihn so rasiert, meiner Meinung nach. Wenn du mir jetzt aus dem Stegreif sagen kannst, welche Marke das auf dem Trikot ist, kriegst du von mir eine 10er Zapbombe. Aus dem Stegreif. Digga, Qatar Airways. Nee, hier, Adidas, Nike und was haben die? Umbro vielleicht. Nee, das ist auch nicht Umbro, Eli, das ist ganz was Verrücktes. Was ist das? Ich kann es dir nicht sagen. Guck dir mal die Mitspieler an, Eli. Das kann sein, das sieht so aus, als ob er in Berlin-Kreuzberg mit ein paar Jungs steht. Ich kack im Stehen. Mann, Digga, Eli, ganz kurz. Ich schicke dir jetzt auf Insta ein Foto, ja? Der könnte auch für einen 10er ticken, wie der ausschaut. Für einen 10er bringt dir der ein ganz krankes Kramrohr. Der wird nie wieder Champions League spielen. Also, außer er wechselt wieder. Ja, wo soll er denn noch hin? Ja, wie lange hat der Vertrag? 2 Jahre? 2 Jahre. Digga, wenn er seine Karriere bei Al-Nassr beendet, dann kotze ich. Er wird das spielen, bis er 40 ist, Chat. Cristiano to new home. Fick dich, ey. Okay, warte ganz kurz. Hä, ich kenne den Trainer. Der ist Rudi Garcia, der war bei Olympique Marseille. Der war noch irgendwo. In Spanien, ne? Rom. Der war bei Rom anscheinend. Genau, Rom. Digga, was, wie viel Geld haben die denn, dass sie so eine Spieler dahin bekommen? Bro, dann hätte, weißt du was, es wäre alles cooler gewesen, außer das, ich schwör's dir, Amerika wäre ja 100.000 Mal cooler Amerika gewesen. Super cool. Da macht ihnen keiner einen Vorwurf. Geht zu LA. Galaxy, oder wie eine 1, geh da hin. Oder zu Miami, weiß nicht was da. Irgendwas. Kommt. In der MLS gibt es Salary Caps, Eli. Und wie hat es Ibrahimovic gemacht? 93% können ihn auf jeden Fall nicht nachvollziehen. Jetzt mal Spaß beiseite, so dieses Thema, es sind 200 Millionen, Eli. Real Talk, Chat. Mann, diese 200 Millionen macht er mit dem Posten. Ja, ja, also ganz ehrlich, ganz kurz mal. So 200 Millionen, klar, ist das geisteskrank viel. Aber alleine mit seinen Insta-Posts, alleine mit diesem Join My NFT Journey on Binance, Bro, für dass er das in dieser Story da drin hat, in seiner Bio, NFT, allein dafür muss er doch 20, 30, 40 Millionen bekommen. Dann haust du hier nochmal. Übrigens, wir haben Zahlen bekommen von VitaWelt. Es sind keine 2 Millionen pro Post. Offiziell, wenn du so richtige Zahlen angehst, so im Post, dann das sind 5 Millionen. Dann machst du noch einen Talabat-Post, nochmal einen NFT-Post und dann passt es. Dann verdienst du halt keine 200 Millionen, sondern du verdienst im Jahr anstatt 200 Millionen, keine Ahnung, lass es mal 40 Millionen, 50 Millionen sein, das reicht ja. Vor allem, er hat doch schon 1 Milliarde oder so. Er weiß doch gar nicht wie. Entweder mischt er sich jetzt wirklich wortwörtlich
den Arsch mit Geld ab, aber... Bezahlt eine Partnerschaft mit Sehr A-Body. Mach da dann nochmal Sehr A-Body rein. 4 Mios nochmal. Digga, der hat mich so gefickt, der Wichser. Mich auch, ich schwöre, er hat mich gefickt. Ich hätte niemals gedacht, ich hätte niemals gedacht, dass er das macht. Vor allem, er hat auch nochmal vorher in einem Interview gesagt, nee, stimmt nicht, die verbreiten Lügen und sowas. Warum sagt er denn sowas? Boah, ich hatte so Hoffnung, ne? Ich will wissen, wie viel ein Trikot kostet. Ja, das ist keine sichere Seite. Ich kann nicht mal auf deren Seite rauf! Guck mal, ein nasser Heimtrikot. Kann sein, dass ich wirklich morgen einen Krieg angezettelt habe mit dem, wo ich jetzt hier drauf bin, Eli. Nein, direkt da nicht drauf, Digga. Was ist los, Alter? Digga, der arme Cristiano Ronaldo Junior. Digga. Mit wem sollen der sich da unterhalten? Was machen die? Ja, du hast recht. Was machen die denn da jetzt die ganze Zeit? Der bleibt in Madrid. Junior bleibt in Madrid. Der kann seinen Kindern noch nicht sagen, dass er da hingegangen ist, Mann. Was geht mit meinem Kommentar? Mein Kommentar hat schon 13.000 Likes. Die denken, ich bin auch irgendein Fußballprofi. Ist das geisteskrank. Ich bin gebrochen, Chat. Und er soll sich nicht wagen, wenn er die Meisterschaft da gewinnt, zu posten, wirklich. Und kriegt er einen richtigen, also kriegt er eine fette Nachricht von mir. Und die hat sich gewaschen. Wenn ich ein Post in dir sagt, great win today, fick dich. Es gibt so verrückte Sachen, so verrückte Memes schon. Ronaldo after scoring a late night win against Valai Talai FC. Ich fühle mich gerade so, als hätten meine Freunde mich betrogen. Auch wenn er jetzt seine Karriere beendet, Digga, der wird doch so heftige Werbeverträge auf. Zukunft machen wollen. Wenn ein 50-jähriger Cristiano Ronaldo eine Vitamin-Pulle reinhält, mit seinem zittrigen Zeigefinger, der noch so leicht anzittert, weil er nicht mehr, weiß ich nicht, dann sage ich gebe dir trotzdem 1 Million dafür. Ich verstehe das nicht. Weißt du was, damit er sich alles verbaut hat? Er wird, sorry, aber das spreche ich jetzt hier klar aus, ein Cristiano Ronaldo brauchen wir nicht zur EM kommen. Dies ist eine Unterzeichnung, die nicht nur unserem Verein dazu inspirieren wird, noch größeren Erfolg zu erzielen, sondern auch unsere Liga, unsere Nation und zukünftigen Generationen. Jungen und Mädchen dazu inspirieren wird, die beste Version ihrer selbst zu sein. Willkommen in deinem neuen Zuhause. Wo sind meine Ronaldo-Fans? Ich brauch sie mal ganz kurz. Also jetzt mal Real Talk. Er hat in den letzten Jahren seinen Ruf so krass gefickt. Bruder, weißt du, was mich viel mehr enttäuscht? Stimmt ihr mir dazu? Das Interview. Digga, der gibt da ein Interview, kloppt Sachen raus. Wo er gegen Leute schießt und so, weißt du, dann mach sowas, aber dann mach irgendwas anderes. Dann geh danach irgendwo hin. Stell dir vor, er ist dort dann ein Spiel auf der Bank. Niemals. Also, Bro, der Typ ist da alles, weil der wird da... Außerdem, weißt du, wie das Niveau da ist? Weißt du, was das für ein Niveau da ist? Digga, kann sein, dass wir einen Ronaldo haben, der in 3 Wochen aussieht wie Wesley Snyder. Und das ist nicht vergleichbar mit so Wechseln, so, ja, aber der und der Spieler hat es auch gemacht, Ibra ja, auch. Ja, aber das ist was... Bro, das ist was an... Ja, das... Er und Messi sind Ausnahmespieler, die sowas... Was die beiden machen, könnt ihr nicht, egal was die beiden machen, könnt ihr nicht mit anderen vergleichen. Natürlich nicht, wenn jetzt, keine Ahnung, wenn jetzt ein Luis Gustavo da ist, verstehe ich das. Warum sollte, der hatte eine super Karriere, war bei Bayern. Na, auch sowas, was Ronaldinho gemacht hat, Bro, der ist dann einfach nach Brasilien gegangen und hat sich da nochmal ein bisschen, hat da ein paar Sombreros sich reingehauen und hat da hier nochmal ein bisschen am Strand rumspaziert und hat auch ein bisschen zugenommen und passt dann, das passt. Aber das war authentisch. So, Ronaldinho braucht es auch nicht mehr. Der ist dann einfach nach Brasilien gegangen. So, wenn der Typ zu Sporting gegangen wäre, alle hätten gesagt, geil. Von mir aus, geh nach Amerika, das wäre auch noch irgendwo okay gewesen. Mann, alles andere. Aber das ist krass, dass er dahin wechselt, finde ich hart. Und das gibt nur den Grund Geld. Und Geld hat er doch nicht mal, dieses Wort genug ist untertrieben, Chat. Er hat mehr als genug, mehr. Real Talk, er ist jetzt an der Zeit, er muss Geld haben. Ich habe mal eine Frage an dich. Sagen wir, du verdienst mit VitaBay 10 Millionen in den nächsten Jahren. Ja. In den nächsten 5 Jahren verdienst du insgesamt 10 Millionen mit VitaBay. 10 Millionen, so. Und dann kommt jemand zu dir und sagt, hör mal zu, ich gebe dir jetzt sofort 3 Millionen auf die Hand oder 2,5 Millionen, also ein Viertel von dem, was du bisher verdient hast mit dem Ding und dafür beschmutzt du aber alles und du musst dann, also so, du musst irgendwie so... Ja, lohnt sich nicht, nein. Nein, ich würde sagen, hä, warum denn? Ich habe doch schon genug verdient, warum soll ich das machen so? Warum soll ich das in dieser Sparte Fußball? Wisst ihr, was ich meine? Digga, wenn der Typ ein NFT-Placement macht, dann sage ich, passt! Join my NFT Journey. Ist okay, interessiert doch niemanden. Ja, hier, mach. Oder hier, das Ding hier. Talabat. Mach dein Talabat. Mach hier ein Fitgun-Ding. Du, mach Fitgun. Das hat alles so, weißt du, das sind hier mit Boxhandschuhen. CR7, hol dir Boxhandschuhe. CR7, Boxhandschuhe. Mach ich fertig. Aber dass du dann in dieser Sparte so einen heftigen Wechsel machst, ist hart. Und das hat ja nicht mal Sinn. Das hat ja nicht mal so, wisst ihr, was ich meine? Das ist ja so, wenn er zu einem anderen Fußballverein geht oder so, was so Sinn macht. Okay, aber das ist Bruch, Chat. Wie seht ihr das? Vermögen 450 Millionen. Niemals hat er ein Vermögen von 450 Millionen. Ach Mann, niemals.
niemals. Wisst ihr, was ich meine? Versteht ihr das Beispiel? Dieser Call, ja, für 200 Millionen würde ich das auch machen. Ja, Bro, wenn mir jetzt jemand 200 Millionen gibt, dann tätowiere ich mir Al-Nassr auf meine Stirn. Wenn ich Cristiano Ronaldo wäre und schon so viel Kohle habe, würde ich es, glaube ich, nicht machen. Er verdient im Jahr 200 Millionen, das sind 400 Millionen in 2 Jahren. Digga, Hilfe. Okay, es ist Eli, ich lege auf. Okay, gut. Ciao. Ich weiß, viele Befürworter hier, es ist halt schwierig zu verdauen, so für uns, glaube ich. Er ist mein Vorbild. Und mich stört so nicht mal dieses, so weißt du, so, wenn er mit irgendwas hier, NFT, das ist mir scheißegal, so könnt ihr selber entscheiden, ob ihr sowas, aber so Fußball, er hat einen Wechsel gemacht, der das so echt doll bestätigt. Angeblich soll er nicht nur 200 Millionen bekommen, sondern 1,5 Milliarden. 2 Jahre als Spieler mit 200 Millionen im Jahr und danach noch 5 Jahre als Repräsentant. Trotzdem traurig. Über ihn wird keiner so denken wie über Pelé, wenn er die Welt so verlässt. Hallo? Hallo, Melina. Hey, bist du gut? Ja, ich bin im Stream, es ist was ganz Schlimmes passiert. Alles gut? Nein. Du machst mir Angst, also Sorgen. Was ist denn los? Cristiano Ronaldo ist zu Al-Nassr gewechselt. Oh, Eli. Ja, ist scheiße, ne? Das ist schon scheiße, aber was soll man machen? Vielleicht ist es ja ein toller Verein und das gefällt ihm dort. Das ist over. Vielleicht ich glaube, ich muss loslassen. Weißt du, aber vielleicht wird er damit mehr Anerkennung behandelt, als vielleicht bei Manchester. Vielleicht hat ihm das so ein bisschen... Ja, na und, da musst du... Da, Melina, es ist so ganz doll offensichtlich. Es ist nicht mal so, dass du sagen kannst, ja, vielleicht gefällt ihm irgendwie da das Essen oder so, oder irgendwas, so irgendwelche Berührungspunkte. Er hat damit nichts zu tun. Aber sag mal so, stell dir mal vor, du wirst so richtig anerkennend behandelt und gut und die sind alle freundlich zu ihm. Vielleicht ist das auch ein Fakt für ihn gewesen. Melina, jetzt hör auf damit! Hör auf mit diesen... Du musst loslassen. Es gibt nichts Positives. Vielleicht, manche sagen, ey, ich wechsle nach Amerika vielleicht, weil ich das Essen gut finde, weil es mir da Spaß macht, irgendwas. Aber das ist so voll, so doll... Also ich hätte, ey, bei Amerika hätte ich gesagt, scheiße. Wenn er so zu L.A. geht, L.A. Galaxy, scheiße. Aber wir haben so, keine Ahnung, irgendwo passt es vielleicht sogar so noch so ein bisschen. Aber das bricht mich komplett. Chat, guckt euch die Liga an. Also, er spielt jetzt in der Saudi-Arabischen Premier League. Er hat es geschafft, er spielt immer noch in der Premier League. Die Liga ist sogar aktuell. Er wird nächstes Spiel vielleicht hier gegen Al-Karier. Die spielen nächste Woche gegen welche? Die haben 4 Hallo. Punkte und 4 Tore geschossen. In der Saudi-Arabischen Liga, ich schwöre sogar. Waldhof Mannheim würde gegen die gewinnen. Ich bin mir sicher. Ein Sieg, ein Unentschieden und 8 Niederlagen. Late-Night-Snack an alle, die das jetzt hören. Sorgt schon mal dafür, dass ihr einen Late-Night-Snack habt. Es gibt nichts Schlimmeres, wenn man abends zu Hause ankommt und Hunger hat. Doch, wenn man abends zu Hause ankommt und sieht, dass Cristiano Ronaldo zu Al-Nassr gewechselt ist. Wie viele passen da rein? 25.000. Und das ist einer der größten Vereine da. Digga, warte mal ganz kurz. Was sagt Anis Bosnia dazu? Anis Bosnia hat schon ein Follow dagelassen bei Al-Nassr. Was glaubst du, was er dazu sagen wird? Guck ihn dir mal an. Und Willi auch. Oh Gott. Ey, ich glaube, die haben nicht mal so Richtlinien, ne? So, es kann sein, dass die Stadion haben. Gib mir mal hier irgendwas. Albertin. 6.000. Oh, es bricht mich so sehr. Bei unserem Freundschaftsspiel Tasmania gegen Delay Sports waren 4.000 Zuschauer da. Hier waren 4.000 Menschen da. Das war alles einmal so rum. Bro, und da in dem Stadion sind nur 2.000 mehr. Bei meinem Edi Geller Cup waren 6.000. Was, wenn er das Geld nimmt und Rest an Einnahmen in den Jahren, bis er aufhört, steuerfrei und nach Karriereende sich einen Club zu kaufen, wie Menu? Stell dir vor, er hat was viel Größeres vor. Er geht dahin, damit er am Ende Menu kaufen kann und alle erstmal rasiert. Dann kauft er Manchester United und dann scheißt er auf alle. Dann lässt er an alle, die ihm auf den Sack gegangen sind. 9-mal wurden die Meister, 6-mal Pokalsieger, 2-mal irgendein Prinz Cup und 1-mal Superpokalsieger. Und 1-mal haben sie die Champions League da gewonnen. 25.000. Waleed Abdullah. Der Mann ist 36 und kriegt von Ronaldo erstmal so eine Dinger im Training eingezwiebelt. Also, ganz kurz mal. Aktueller Marktwert 250.000. Also, mit 250.000 wäre er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Wie viele sind da? 17 Spieler haben einen höheren Marktwert als er. 34 Spieler haben die irgendwie. Also er wäre da so in der Mitte. Wer spielt da Rechtsverteidiger? Al-Ghanam. 28, Al-Ghanam. 2,5 Millionen Marktwert. Wer spielt links?
Al-Katlan. Links kann er auch machen. Ja, der kann auch RM spielen im schlimmsten Fall. In meiner Vorstellung beende ich meine Karriere auf Top-Niveau. Ich würde bei einem großen Club, das bedeutet nicht, dass es nicht gut ist, in die USA nach Katar oder Dubai zu gehen, aber ich sehe mich dort nicht. Ja, voll in sieben, da sage ich so, in sieben Jahren, da kann sich vieles ändern. So. Diese Follower hat jetzt einer sehr, Digga. Ich kann diesen, wie oft ich wirklich die Leute heute schon irgendwie irgendwo eingetippt habe. 1,7 Millionen. 10 Millionen Likes, Alter. Nach einer Stunde 10 Millionen Likes. Die denken, ich bin eine richtig wichtige Person, ne? 31.000 Likes hat mein Kommentar. 31.000. Ich glaube, ich bin der Top-Kommentar. Petros, stell dich hinten an, Petros. Ach, scheiße, 4-3-3. Ewiger Zweiter für den Nachtritt. Ewiger Zweiter, Jet. Everything has changed. Every day.